Mahlzeit und Glück auf. Hey, grüß euch. Geil. Du bekommst, glaube ich, irgendwann nochmal einen goldenen Stuhl hier. Ey, von Anfang an immer da. Krass, cool. Erste guter Reihe. Typ. Ne? Läuft. Ja, auf jeden Fall. Dabei. Ja, heute geht's um den Big. Nein, natürlich nicht. heute geht's natürlich nicht um den Big Seven Auftrag. Nein, wenn ihr euch fragt, was Big Seven ist, könnt ihr euch da gerne nochmal informieren. Ne? Ich verlinke euch das gerne nochmal da oben. Aber nein, heute geht's Gott sei Dank mal wieder um etwas anderes. Und zwar, es sind viele Aufträge da. Wirklich, ne? Also als Zwei-Mann-Armee wird's wirklich schwer momentan, das alles vernünftig über die Bühne zu kriegen. Und was noch viel wichtiger ist eigentlich momentan, es herrscht ein Platzmangel. Genau. Wir werden jetzt erstmal das Lager noch einmal komplett nochmal aufräumen und nochmal aussortieren. Und dann werden wir uns auch nochmal ein Regalsystem überlegen. Könnt ihr gerne natürlich dann zuschauen. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Ne? Denkt dran, abonniert uns fleißig. Ne? Direkt Glocke anmachen, damit ihr nichts mehr verpasst. Liken und kommentieren. So, ich würde sagen, gehen wir direkt mal im Lager gucken, ne? Was da los ist. Und fangen wir mal an, ne? Ja, alles gleich hin. Boah, also, ne? Oh, da haben wir auch ein bisschen. Wir haben immer Sachen hingebracht, aber auch schön. Ja, ja, einfach aus die Werkstatt raus, so nach dem Motto, ne? Ja, aus ey, jeder kennt das von euch. Jeder hat irgend so eine, weiß ich nicht, so eine Gammelecke, wo der einfach immer alles reinpackt und irgendwann einmal im Jahr das aussortiert. Ja, bei uns ist es ein ganzer Raum hier. Und da muss auf jeden Fall ein bisschen was. Genau. Aber geschehen. Schaut euch den jetzt genau an, ja, weil so werdet ihr den nie wiedersehen. Das ist tatsächlich jetzt, also so sah er auch noch nicht aus, sondern durch diesen Auftrag ist halt viel liegen geblieben. Deswegen schaut euch das Ganze genau an, denn in Zukunft wird es nicht mehr so aussehen. Das heißt, falls ihr mal irgendwann hier hinkommt, seht ihr ein perfektes Lager und das nehmen wir auch jetzt in Angriff. Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich denke mal, die werden wir auch anders abmachen und komplett aussortieren. Das ist scheiße, Alter. Du hast hier echt, das ist ein vergoldeter Platz, ne? Das ist halt wirklich. Ich würde aber sagen, damit wir nicht so viel Zeit verlieren, wir würden jetzt mal anfangen, ja, euch mittendrin wieder mit reinnehmen. Ja. Ja, ihr müsst jetzt nicht alles sehen, wie wir eine Flasche von A nach B räumen, sondern das würden wir erstmal so machen, ein bisschen, sag ich mal, Grundordnung reinbringen, ne? Ja, und genau. Dann nehmen wir die Leute wieder mit. Sag mal, hast du übrigens gerade in die Kamera gerübst? War das dein Ernst? Hast du in die Kamera gerübst? Nein, ich habe irgendwie so einen Rübsen gerade im Ohr gehabt. Wir wollten ihn gerade mal fragen, ob er mich verarschen will hier. Ich glaube, er kommt doch ein Hackt hier. Ne, ehrlich. Der Einzige, der hier rülpst, bin ich. Ja, ne? So, wenn ihr einer rülpst, bin ich dann. Ne? So. Ja. Ne, da würde ich sagen, fangen wir mal an hier, ne? So. Okay. Ich mach schon. Bock hab ich nicht. Ich nehme jetzt mal die Flasche hier. Ja, ich nehme auch eine. So, und dann gehen wir schon mal. Der Anfang ist getan. 2000 Jahre später. So, ja. Sagen wir jetzt ganz ehrlich, ne? Sagen wir zwar hier mal aufgeräumt, war auch nötig. Aber so wirklich mehr Platz dadurch haben wir jetzt ja. Klar ist es mehr Platz, aber jetzt nicht so, dass man sagt, ja gut, man hat jetzt viel gewonnen. Ne? Ja, und auch mit Regalsystem. Ich weiß nicht, wie weit wir dadurch kommen. Ne? Ja. Ich meine, da kommen wir ein bisschen weiter, aber ob das Endergebnis ist. Was wir da noch haben wollen, weiß ich jetzt auch nicht. Wir brauchen eine Alternative. Aber ey, wir hatten doch Dings. Von dem Kumpel hatten wir doch noch den einen Vorschlag, oder diese eine. Dieses Dachgeschoss da. Sollen wir uns mal so angucken? Lass jetzt einmal gucken gehen, bevor wir jetzt hier einen großen Aufwand machen. Ich meine, machen wir eh, wir müssen das eh sauber machen. Ja, aber ja, aber zumindest, was hier rein kann und was aber rein es, kann. Genau, es geht ja dann erstmal dann, sag ich mal, um Step 2, sag ich mal, ja, so ja, quasi. Ne? Könnte man eigentlich jetzt mal machen. Ne? Zeit ist jetzt gerade da. Ja, ich habe auch keine Vorstellung, wie es da überhaupt aussieht. Ne, ich auch nicht. Ist wahrscheinlich interessanter, meiner Meinung nach. Und dadurch, dass wir ja wirklich dann noch ein bisschen mehr Platz brauchen wie hier, ja, expandieren, ja, quasi. Es geht los. Es geht los. Wir expandieren das erste Mal und ihr seid live dabei. Ja, ja, ja. Da würde ich sagen, fahren wir mal los und gucken uns das mal an. Ne? Das machen wir. Cool. Sehr schön. Dann komm. So. Ich genieße die Ruhe vor dem Sturm. Alles klar. Los geht's. So, da sind wir. Jetzt gucken wir uns mal ein Objekt an, was uns von ja, einem guten Kumpel empfohlen worden ist. Der arbeitet nämlich direkt nämlich darunter. Er hat es mit Autowäschen und Handwäschen und alles drum und dran, was das Auto, die Autopflege und Aufbereitung angeht, hat er nämlich mit zu tun. Zeigen wir euch auch mal gleich mal ganz kurz rein. Ja, und dann gehen wir gleich mal gucken, wie das dann aussieht hier mit allem drum und dran. Ja, das wird schon was Schönes. Ja? Oh. Hab ich da auch noch irgendwann mal ein Projekt. Ich schwöre, selber mal ein Billardtischbau. Geil!
So, weiter geht's. Also auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante Menschen. Auf jeden Fall. Also wenn du da so immer mit Millionen dich herum hast, dann bist du schon auf dem großen Kampf. Da bist du ja unter Druck gesetzt, selber Millionen zu machen, deswegen. Würde ich auch sagen. War ich erstmal, also im ersten Moment war ich ein bisschen abgeschreckt, ja, als ich da hochgeguckt habe, aber jetzt, wo gut, wir man muss auch dazu sagen, der stand ja jetzt auch sehr voll, der Raum da. Ne? Genau, und das wird ja auch noch dann ausgeräumt, alles drum und dran. Man hat jetzt da ja nochmal gerade noch ein kleines Gespräch im Pläuschen gehalten, wie und was. Mhm. Interessant wäre da natürlich jetzt von unserer Seite her, was sagt ihr dazu? Ne, schreibt das mal gerne in die Kommentare, kann man sowas nehmen? Ist natürlich auch wieder ein bisschen was Extravagantes, sag ich mal. Ne? Weil wer kann schon sagen, dass er seine Werkstatt auf 50 Meter Höhe hat? Genau so, dass man von seiner Werkstatt aus fast gesamt Gelsenkirchen überschauen kann. Ist schon natürlich auch was wert, definitiv. Ne, also wie gesagt, also ist es nicht schlecht. Wirklich, coole Nachbarschaft. Ne? Coole Nachbarschaft. Sehr, sehr, sehr coole Leute auf jeden Fall. Jetzt müsste man einfach nur mal gucken, ob man es tatsächlich dann nimmt, macht, oder aber dann seid ihr natürlich dann immer bei uns auf dem neuesten Stand. Ne? Deswegen verfolgt uns bitte auch auf Instagram, da habt ihr den New Stuff immer direkt täglich, wo wir sind, was wir machen etc. pp. Ne? Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ein Abo dalassen, genauso wie hier. Ja, auf jeden Fall. Cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ne? Ja. Also mal was anderes. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob wir sie nehmen oder nicht. Da gibt es natürlich von unserer Seite auch ein paar Kriterien, die passen müssen. Genau. Die stimmen müssen. Wenn das alles stimmt, wie das Sven schon gesagt hat, nehmen wir euch mit. Dann werdet ihr auch das ein oder andere Mal die neue Location sehen. Das bleibt natürlich hier bestehen. Genau, das wird immer das Headquarter hier sein. Auf jeden Fall, Alter. Das ist, was meine, was hier alles schon geschehen ist. Hier schon viel passiert. Ach ja, bevor wir jetzt da in Erinnerung schweigen, würde ich sagen. So, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, meine Lieben, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like auf jeden Fall und wie immer kommentiert das Ganze fleißig, definitiv. Wir wollen gerne wissen, was sagt ihr zu dem Ganzen und in diesem Sinne, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Mahlzeit und Glück auf. Ja, krass. Ey, cool, auf jeden Fall. Wir haben eine Location. Und der Ausblick ist cool, da oben ist auch umgestellt. Gegangen, also. Und dann waren ein paar Leute dabei, die haben Wertschätzung für das Ganze, haben auch das Geld gegeben. Ja, geht die spazieren? Die geht jetzt in dein Gesicht. Okay. Ja, warte, die krabbelt jetzt noch weiter. Ich, ne? Ja, die krabbelt, bleib stehen. So, jetzt geht's mir aber auf den Sack, Alter. Ist sie noch da? Ich wackel. Ey, Bruder. Ey. Morgen, ja, voll, Alter. Ey, ich bin eine ganze Zeit lang ruhig, ne?